Hallo Leute, willkommen zurück von Drangsland Online. In dieser Folge haben wir viel zu tun. Wir haben einerseits natürlich Senke oder Kenos Opalschrein, was eine riesen Map ist, also ein riesen Gebiet. Es wird Freude. dieser Satz. Ich würde mal sagen, als erstes kümmern wir uns hier mal drum und dann können wir weiter schauen mit den anderen Gebieten. Ich würde mal einfach schauen, für diese Folge einfach mal alles hier freizulegen und dann nach Kenos Opalschrein zu gehen. Weil wir haben genug zu tun. Also. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag. Und habt die letzten Folgen genossen, die absolut qualitativ hochwertig waren. Da ich ja definitiv nicht verkackt habe mit dem Aufnehmen. Aber ja, habe ich alles nachsynchronisiert und ist jetzt alles topform. Ja. Und jetzt können wir ohne normalerweise Probleme hier aufnehmen. Nur so ein paar Gegner, die mir auf den Sack gehen. So. Okay, komm. Der nervt mich. Der bekommt jetzt ein paar Mal hier ein paar Essenzen ab. Und dann ist das geregelt. So. Und voilà. Was sollst du eigentlich umbringen? Ich weiß mal nicht, was zu tun ist. So, finde das erste Bruchstück des Fleischstücks von Fleischjägern Eurobags. Okay, und die sind da unten. Okay, dann machen wir das. Und dann haben wir noch eine Tötungsquest. Also, es ist jetzt ein bisschen her seit dem letzten Mal, wo ich aufgenommen habe. Ist, glaube ich, eine Woche oder so her, glaube ich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen raus, gerade aus dem Spiel. Ah, wir werden das schon schaffen. So, weg mit dir und finden das zweite Bruchstück des Schlüssels von Kriegern der Toltag. Okidoki, und die sind dahin. So, ihr könnt mich mal... Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt noch, wie wir hier vorankommen. Wir werden wahrscheinlich teils von der Folge hier jetzt in der Senke noch sein. Aber ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis wir in Opalschrein landen. Und das wird schön. Ganz schön. Yay. So, danke. Damit müssen nur noch diese Tötungsquest übrig sein, ne? Ja. Und die sind dahin. Okay. Und dann euch einfach schnell aus dem Weg schaffen hier. Da hilft mir sogar ein Zwerg. Perfekt. So, also einfach hier runter. Und dann wagen wir uns mal an diese verdammten Blue Cult Toltags. So, da sind sie auch. Oh Gott, es sind wirklich nicht gerade weniger. So. Was zum Teufel? Warum habe ich so viel Damage bekommen? Alles klar. Ja gut, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ah komm, jetzt spawnen uns einfach wieder hier. Bitte, was? Okay, das ging unerwartet. Das werde ich nicht abstreiten. So, erschlag Olsa den hohen Toltag. Komm, ich da nicht runter. Ernsthaft? Oh, come on. Ja, dahin wollte ich jetzt nicht, aber egal. Dann geben wir ihm den langen Weg. So. Lass mich doch in Ruhe. So, hier. Hallo. Warum kann ich nicht... Komm her. Ich will dich umbringen. So. Das war easy. Es muss der Bericht erstatten. Yay. So, bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, 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 bam. So. Och, du Heiliger. Oh. Alter, das Gift. Holy. Das ist übertrieben. Diese kleinen Bällen da, die sind weitaus bedrohlich aus. Ja, das Spiel hat gerade fett geleckt, Alter. Ich hatte gar keine Chance. Okay, wir benutzen einfach die Wiedergeburt im letzten Stadtgebiet. Beziehungsweise zuletzt besuchten Stadtgebiet. Und machen uns einfach damit an die nächste Quest. Alter, das Gift ist ja übertrieben. Das nimmt ja direkt ein Sechstel von meinem Leben einfach ab. Alter. Okay, das ist insane. Aber okay, jetzt gehen wir mal wieder hier zurück und erstatten den Bericht. So, du hast die Schamanen der Toltag erschlagen und mit ihnen viel Anhänger dieses neuen finsteren Kults. Das hast du gut getan, Official Shardex. Ataya selbst hat dich in unser Land geführt, Weiser. So. Und was war die andere Quest nochmal? Fertig. Ah, das muss schon der Werkbank. Okay. Na gut, dass wir in der Stadt hier sind. Dann gehen wir mal kurz an die Werkbank. Ist auch noch ein Skill, den ich freischalten sollte vielleicht. So, Questgegenstände hier, ne, ich nehme neue Rubin hier. Und kombinieren.
Und nicht vergessen rauszunehmen. So. Was haben wir denn hier überhaupt? Was haben wir überhaupt? Wir haben das da. Nee, nicht wirklich. Oh, ein bisschen weniger. Ja, okay, das lohnt sich. Was haben wir hier? Nee, es ist das Schwert. So. Dann geht's wieder zurück. Und den mussten wir weniger erreichen. Also irgendwas, was mit Ahnenkrieger habe ich gelesen. Da hinten. Oh boy. Ich nehme, das macht den Weg frei zum nächsten Gebiet schon mal. Ibi. Und hier. Nein, er gibt uns nicht. Okay. Ich würde mal sagen, wir geben ihnen mal den Schlüssel und dann vielleicht haben wir den Weg frei zum nächsten Gebiet schon hier. Das müsste entweder dieses Flammengebiet sein oder Fafnirs. Ja, die Frostwiege, okay. Eisschlüssel zeigen. Du hast dich bewiesen. Gedenke des Verdorbenen, der in den Frostlanden erlöst wurde, sein Tod schwächte. Fafnirs eisigen Hauch. Können wir jetzt rein? Wir können jetzt rein. Wie groß ist dieses Gebiet? Bitte habt Gnade, bitte habt Gnade, bitte, bitte, bitte. Nicht so groß wie das andere, bitte nicht. Bitte nicht. Und? Wie sieht's aus? Es hat noch nicht. Hä, es geht ja voll. Hä, ist ja nix, das hier. Okay, damit kann ich leben. Ich würde sagen. Wir suchen mal den. Wir sind doch in den Vor. Doch, wir sind Frostwiege. Irgendwo hier muss der Opa sein. Hier ist ein Auftraggeber. Ach du Heilige. Okay, das machen wir gleich weiter. Ach du Heilige. Wisst ihr was? Wir machen einfach nur die Suche nach dem Opa unter dem Vorüber hier. Da verpissen wir uns direkt hier. So. Also für etwas mit Frost und alles so finde ich, sieht es nicht so frostig aus. Aber gefüllt mit Gegnern. Holy. Vielleicht? Ja, hier ist er. Okay, hab ihn gefunden. Würde ich sagen, wir legen hier alles mal kurz vor. Und dann können wir uns um den Opa kümmern. Alter. Was für ein Riesengebiet. Ne? Eigentlich geil. Das wundert mich sehr. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht etwa so groß ist wie das der Opalschrein, wenn nicht sogar größer. Aber ne. Im Gegenteil. Wirklich minimal. Okay. War hier Opa? Du sein wer? Mich suchen wer? Wo ich sein hier? Ich schlafe in Holzkiste für Wochen. Dann waren auf hier. Kalt hier sein. Frau und Julaf suchen? Muss warm werden. Um zu gehen. Rücke nach Zippelein. Hol wer im Getränk? Finde heiße Schokolade. Bei den Tolltag in der Tüdisch senke. Natürlich, sonst noch was. Du willst noch eine Decke dazu. Ja, moin. Okay. Ich glaube, sonst haben wir auch nichts, oder? Ja, wir haben Okenus-Dings jetzt. Jetzt haben wir noch das. Also jetzt in den anderen Gebieten hier. Okay, ich würde dann einfach sagen, wir kümmern uns einfach dann hier drums. Als erstes jetzt, um den Opa mal hier mit dem Wärmegetränk hier, warmen Getränk hier rauszulocken, beziehungsweise rauskommen einfach generell. Lass mich für vorbei, bitte. Danke. Nein, 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 nein. Ach, ihr seid doch einfach alle miese Geburten. Mann. Ich das hasse. Gehen wir eben zu Fuß. Und reden mit dem Typen da mal. Und dann gehen wir noch Dings suchen. Das wird groß. Das setzt sich aber ziehen, glaube ich, dieses Gebiet hier. Also diese drei besser kombiniert. Ich bin Azal, aus der alten Welt. Im Traum war ich schon mal hier. Aber da war dieser See viel, viel schöner. Kaltes, weißes Zeug überall. Man konnte toll drauf rutschen. Jetzt ist leider fast alles weg. Ah, es heißt Eis? Warum trägst du kein Fell? Du bist auf der Suche nach etwas. Ich auch. In meinem Traum bin ich genau hier über der Brücke gegangen. Aber hier ist nichts. Ich muss da wirklich ganz, ganz dringend hin. Man muss die Wäsche absenken. Kannst du mir helfen auf Shatex? Okay. Find den ersten Brückenwächter auf der Eisscholle am Ufer. Da hinten? Ja, da hinten. Okay, das machen wir aber gleich. So, lass mal euch beseitigen. So. Also, kurz raus und gehen wir mal diese Schokolade besuchen. Besorgen, nicht besuchen. Wir besuchen mal die Dings. So. Also, warte hier. Fafnis Rost hier. So. Doch, da also. Okidoki. Ja, hallochen, wie geht's denn dir? Oh, und hab.
Kann ich eine Schokolade bekommen? Oh, das ging relativ einfach. Heiße Schokolade, scheiße Schokolade. Okay. Das war wirklich einfacher als gedacht. Ich dachte jetzt, wir würden ein bisschen brauchen, aber wir haben es ja wirklich instant bekommen eigentlich. So, und dann können wir wieder zurück. Uns amüsieren. Yippie. So, Frostwege. Verhaften jetzt Frostwege. Frostwege, nicht Wege. Verdammt. So. Jetzt lädt es wieder eine Ewigkeit. Ich will meinen Ball, bitte. Ball, 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 ball. Ball damit rum. So. Und weiter geht's. Einfach das Gebiet weiter können hier nicht getroffen werden, beziehungsweise abgefangen werden. Das wäre sehr böse von euch. Oh, come on. Yes. Hopp. Hier vorbei. Okay, warte, die muss ich ja rauslocken. Okay, kommt alle mal her. Seid so lieb und kommt hierher. Danke für die Öffnung. Never mind. Ja, okay. Aber warum? Warum könnt ihr mich einfach nie in Ruhe lassen? Es ist so schlimm. So, ich rede mit dem Opa, ob ihr es wollt oder nicht. So, hier, abgeben. Ah, oh, Getränk sei heiß. Getränk sei lecker. Getränk beleben alten Oma Jolof über alle Maßen. Auch Dinge, die waren lange nicht mehr belebt. Jetzt komme ich zu Oma Jolof zurück. Okay, und weg ist er. Und jetzt müssen wir wieder mit dem Typen reden. Okidoki. Aber das ist jetzt irrelevant. Ich hoffe auch, dass ihr im Hintergrund nicht gerade die Bohrmaschine hört. Denn mein Vater ist gerade irgendwas am Haus zu machen. Wahrscheinlich wieder Löcher, wie ich ihn kenne. Und ja. Könnte ich hier rüberkommen? Das ist jetzt die Frage. Yes! Okay, spart mir auf jeden Fall Zeit. Ersten Brückenwächter gefunden. Ist das der Brückenwächter? Ich nehme mal an. Ah! Warte, so. Ja. Okay. Irgendwie basiert er nicht die richtigen Gegner, das sind weird. So, einfach draufhauen. Voila. Okay, verbleibende Monster noch 15. Oh nein, Stück auf. Geht los. So, bam. Bam, 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 bam. Okay, noch du? Du kleiner Spocko noch. Hier ganz schnell weghauen. Dann hier noch. Komm, hier euch einfach mal kurz blockieren. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. 14 Verbleibende. Seid ihr die Hauptverdächtigen oder was? Scheint so. So, einfach ein bisschen spinnen. Und dem hier dann fällt auf die Fresse gehen. Und der wäre weg. Ah, verdammt. Und hopp. Spin. Spin. So, noch du. Das war's. Nee, da ist noch einer. So. Das müsste es gewesen sein. Ich sehe hier keinen mehr. Nee. Hier ist keiner mehr. Aber das Spiel scheint noch jemanden zu erkennen, aber. Hier vielleicht? Nee, oder? Hä? Das ist komisch. Es ist verdammt leer hier. Warte, wir nehmen mal kurz den Ball hin. Oh, okay. Das Spiel hat gerade fett geleckt. Frag mich doch warum. Ah, okay. Die Aufnahme funktioniert noch, das ist wichtig. Ich spreche schon mit dem Jungen hier, okay. Hat mich fast wegteleportiert. Das war gerade sehr weird. Ich glaube, da haben die Server gerade kurz verkackt, aber okay, scheint wieder auszuklappen. Ich habe als erstes jetzt vermutet, dass irgendwie mein Vater eine Leitung erwischt hat, irgendwie das Internet eben unterbrochen hat, aber nein, einfach irgendwie Spiel selbst gerade was Probleme hatte. Okay, dann ist ja alles gut. So, du hast einen der Brückenwächter versenkt. Oh toll, weiter, weiter. Wir müssen sie alle versenken, sonst komme ich nicht rüber. Was wartet etwas auf mich und etwas anderes auf dich? Ich weiß es. Die Schwan sagen, diese Orte seien heilig gewesen. Das ist jetzt vorbei. Hier sollte kein Wasser sein, sondern Eis. Mein Träum war dort oben. Du musst auch die anderen Brückenwäsche versenken. Aber gib Acht. Früher gab es die Hüte aus Stein. Also Golems, willst du mir sagen. So, den zweiten Brückenwäsche ist wahrscheinlich etwas höher. Wahrscheinlich noch einen dritten Wäsche oder so. Oder vielleicht ist es doch schon direkt der letzte Wäsche sozusagen. Werden wir sehen. Oh, Gottes Willen.
dass es einfach nicht möglich ist, hier in Ruhe vorbeizukommen. Oh, jetzt bin ich noch eingefroren. Hilfe. So. Lässt mich in Ruhe. Ihr habt keinen Bock auf euch. Weg mit euch. Mein Fresse. So, hier ist normalerweise alles still, weil jetzt dann alle tot sind, aber okay. Weiter geht's. So. Also ab zum zweiten Wächter. Der müsste normalerweise auch keine Herausforderung sein. Der müsste schnell geliefert sein. So. Okay. Jesus. Hallo. Ich möchte bitte Mord begehen. Danke. So, kurz eine Kopfnuss. Damit er nicht sich so eine Eisfähig-Dings erlaubt. Danke. So. Und weg mit euch. Oh, während. Hey, warum komme ich das jetzt erst? Hä? Okay. So, den hätten wir. Schlag den Vorder. Oh mein Gott. Okay, das ist eine Herausforderung. Und abhängig von wie viel Damage der macht, kannst du wirklich böse werden. So. Eieiei. Warte, ich habe ja grüne Essenz bekommen, ne? Ja, dann nehmen wir das mal. Ich bin die ganze Zeit konstant vorne hier. Ich würde sagen, wir kümmern uns um die Kleinen mal, damit die uns nicht nerven. Und dann können wir uns komplett auf den hier fokussieren. Boah, was? 24.000. Okay, kurz heil. Und der hält auch was hier aus. Oh boy. Nein. Oh okay, Gott. Das war knapp. Okay, manchmal machen wir gut jetzt. So, mit der lila Essenz einfach draufhauen, weil das ist nicht ohne der Gegner. So. Mal kurz dieses Ding hier. Alter. 16.000. Boah, dieser Typ. So. Komm. Alter. Boah. Jetzt verstehe ich, was der Typ gemeint hat, mit dass er ist eine Herausforderung, die auf uns erwartet. Der ist nicht ohne dieser Boss. Definitiv nicht. Muss ich definitiv. Muss ich definitiv beachten in der Zukunft. Nicht, dass so ein Vieh oder irgendwas ähnliches der Boss hier in diesem Gebiet ist. Das wird ja richtig eklig, sonst. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Perfekt. Okay. Spacken, 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 na, na, na. So. Da sehen wir auch wieder. Hallo. Also hier. Der zweite Brückenwächter ist kaputt. Vielleicht haben die bösen Viecher ihn zerhauen. Die sollten hier nicht sein. Sie können nur hier sein, weil. Ich glaube, etwas fehlt. Deshalb ist auch das Eis weg. Etwas ist nicht so, wie es sein soll. Nee, wirklich, habe ich nicht gedacht. Wir müssen den kaputten Brückenwächter wieder ganz machen, ja? Vielleicht hier werden Segen Atayas. Ich weiß, dass Pakali Izatags Lerning ein Anhänger trug. Der war von der Göttin gesegnet. Ganz bestimmt. Den brauchen wir. Dann wird alles gut. Okay, und den. Dann spielen wir in Japan. Okay, ich habe schon fast gedacht, dass es im alten Gebiet ist. Okay, wir haben ja keinen Teleporter, oder wie? Das ist blöd. Das ist sehr blöd, dass hier kein Teleporter ist. Okay, ich werde aber sagen, bevor wir uns jetzt Richtung Stadt begeben, würde ich sagen, wir gehen hier noch in den Kinos Opal Schrein und kümmern uns einfach da mal schon da um diese Quests. Damit wir direkt neue Quests für dieses Gebiet auch mitnehmen können und nicht hier unnötig dann wieder später müssen dahin. Also einmal in die Stadt. Dann können wir das auch mal ins Laufen bringen wieder. So, jetzt für die Folgen, die letzte Folge nicht gesehen haben, beziehungsweise die letzte Folge. Achtet jetzt auf die Größe der Karte und jetzt weiß ich, warum ich Sorgen hatte über das vorherige Gebiet. Holy shit. Ist das ein Riesengebiet. Alter. Also, Opalschrein sucht den Hüter des Opalschreins. Der da. Oh. Höre, man muss hier stehen. Alles verunreinigt. Du musst alles säubern. Die Flut war früher rein und klar. Ich verstehe, das Bündnis fordert die Sphäre des Ozeans zurück.
Höre, der Tempel ist entweiht. Mit den verderbten Erben der Bauer kamen die Urbax. Sie brauchten Gift. Töte die Urbax, reinige das Wasser. Dann findest du die Sphäre des Ozeans. Alles klar, hab hier nichts Besseres zu tun. Erschlage alle Urbax in den Kalender zum Heiligtum Sarkenus. Na dann. Wenn's nichts anderes ist, willst du noch einen Kaffee dazu vielleicht? So, ich mach das einfach schnell. Oh, braucht sie sogar. Lol, Käfigschlüssel. Nice. Okay. Oh Gott, die sind ja richtig verteilt. Willst du mich verarschen? Boah, Alter. Hier haben wir ein Erz. Ah, oh, das ist ein schönes Gebiet, ne? Nein. Ach, Schatz, ich hatte Energie voll. So. So. Noch du, Typ wieder. Und... Ey, ey, hallo. Okay. So, also. Ist es nur hier diese eine Stelle oder sind es mehrere Stellen, wo diese Urwechsel werden sollen? Das ist jetzt die Frage. Also ich würde mal annehmen, es sind wahrscheinlich mehrere. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es nur ein einziger ist, aber... Ja, verdammt, es sind mehrere. Wer hätte es gedacht? So. Ich würde sagen... Könnte ich... Okay, dann eben nicht. Ach so! Jetzt realisierst du erst, weil ich in diesem Wasser bin, bekomme ich die ganze Zeit diesen Damage. Ich habe mir schon gefragt, warum bekomme ich jetzt konstant Damage hier? Ich habe hier leider nichts gemacht. Oder ich habe einen Bug. Ah, ne, okay, ist gut. Es war wirklich, weil ich da im Wasser war. Lol. So. Der war nicht komplett tot. Upsi. Okay, zu der nächsten Stelle dann. Das kann ich ja nicht überlegen. Da ist noch so ein Ding! Oh oh, ich bin tot. Boah, Alter, das ist ja ein richtig blödes Ding. Okay, warte. Und up. Was haben wir nichts dafür etwas bekommen? Dauert benutzt ein Gift, oder die kommen andere macht Vergiftung. So, jetzt müssen wir normalerweise immun sein. Ja, okay. Oh, deswegen haben wir das letzte Folge bekommen. So, bitte, ich will hier einfach von dir raus. Lass mich ja vorbei. So. Okay, 30 Minuten. Das heißt, es müsste nicht allzu lange normalerweise dauern, bis wir wahrscheinlich eine Möglichkeit haben, dieses Gift hier frei wegzubekommen. So. Obex-Lunge, stimmt, die brauchen wir auch noch. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, jemand aus dem Stamm will die Lungen analysieren, um zu schauen, warum die gegen das Gift resistent sind. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Ihr blöden Viecher. Da ist noch eine. Und, ach stimmt, ihr seid auch noch Nervensägen, ey. Oh, schass, diese blöden Viecher. Warum nehme ich euch mal Ball? Das ist direkt nebenan hier eigentlich. So, und hallo, wie geht's? Wie geht's, wie steht's? So, danke für die Lunge. Okay, hier ist der Weg direkt zu den Käfigen. Ich würde auch sagen, wir profitieren davon und machen das auch direkt. So, hä? Das geht doch hier unter. Ah, warte, hier geht's vorbei. Ich habe mich schon gefragt, wie kommen wir denn jetzt hier hin? So, eigentlich frei, danke. Keine Ahnung, was das für ein Name ist. So, ja, hallo, ich besuch. Okay, zweite befreit. Seid mir so besser, so besser gesagt befreit so. Oh, nervt nicht. So, und noch einmal jetzt. Du auch noch? Willst du auch noch in die Schnauze? Okay, das ist dein Freund anscheinend, weil er auch in die Schnauze. Ist gut? Ich glaube ja. Okay, dann nehmen wir mal kurz. Wage es nicht. Du entkommst nicht deinem Tod. Und du auch nicht. Ich gehe auch in der Nummer sicher. Du stirbst. So. Also, wo waren wir? Stimmt. Also, Ball. Okay. Aber ich sage, als erstes gehen wir dann hier noch den nächsten Gefangenen hier befreien. Weil wir das hier hinbekommen. Oh, Jungs, lasst mich doch einfach vorbei. So, geht doch. Oh, je.
So hier vorbei, dann hier und dann hier. Und dann fett blockiert werden. Und dann gehen wir einen fetten Umweg. So. Oh oh. Oh, ihr seht ja noch mehr von denen. So. Dann machen wir hier eine kurze Drehung. Und dann schnell hier vorbei. So. Okay, die hätten wir befreit. Es laggt. Supi. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie drängt es das gefühlt unaufwendigste Dings für den, PC. Er laggt am meisten. Warum auch immer. Man weiß es nicht. Aber ja. So. Hallo. Oh nee, das ist schon wieder so ein Riesenvieh. Das ist nicht gut. Aua. Lass mich in Ruhe. Danke. Oh. So. Nächste Obexe. Hallo. Wie geht's denn so? Okay, die Obexlungen hätten wir mal. Wenn ich letztes einsammeln konnte. Voilà. Okay, okay, okay. Ich glaube, den Weg gehen wir ja von zu Fuß. Ich glaube, wir werden nicht hier eine Möglichkeit bekommen, Dings, einen Ball einzusetzen, bevor wir runtergeschlagen werden. Oder besser gesagt, unterbrochen. So. Wir gehen dann einfach zu Fuß. Besorgen uns den vierten Gefangenen da oben. Und dann probieren wir mal die letzten Obex doch da noch freizulegen. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Was ist denn hier für eine Familienversammlung? So. Okay. Dann wären wir, glaube ich, gleich. Sofern wir nicht wieder attackiert werden von der Horde von Gegnern. So, hier oben ist sein, voilà, Gefangenenkäfig. Halleluja. So, euch werde ich jetzt einfach umlegen. Mir mal einen Ball hier herbeischwören. Weil ich habe keinen Bock, jetzt eigentlich ganz weg zu laufen. So. Warum muss die alle gefühlt alle Attacken blocken? Das ist nicht lieb, das ist sehr böse. So, da. Ich verstecke mich kurz hier oben und werde zusammengeschlagen. Wird mich doch verkackt. Ah ja, komm her. Nee, 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 du bleibst hier. Also, du wirst dich ein Schicksal stellen. So, könnte ich bitte mal Ball nehmen? Die sieht gut. Alter, wenn kurz im Moment habe ich gedacht, das wird mich treffen. Zum Glück nicht. So, okay. Einfach weiter. So. Oh Gott, das Spiel lag wieder. Ah, nein. So. Entschuldigt. Hui. Und hier nicht vorbei. Da geht's doch wirklich nicht vorbei. Oder ist hier eine kleine Lücke, die man nicht sehen kann? Nee, hier kommt man wirklich nicht vorbei. Schade. Ich dachte, hier würde man vorbeikommen. Okay, dann muss ich mir eben den langen Weg nehmen. Gut, dass ich den Ball genommen habe. Das hätte sich sonst nur länger gezogen. So. Ach, wenn man, ich hab gedacht, da kommt man ohne Problem vorbei. Ja gut. Uiuiuiui. Die sind riesen Fische aber auch, ne? So, Obex, da bin ich wieder. Es ist ein giftiger sogar noch. Ja, du bist ein ganz giftiger. Hier, Kopfnuss. So. Was ist das? Ah, ne, da ist ja noch einer. Und sogar noch einer. So. War's das? Scheint so zu sein. So. Abgeschlossen. Halleluja. Okay, wie machen wir das hier? Okay, am besten müssen wir dann hier hin. Einfach alles umgehen. Alles ignorieren. Ich vergiss es. Ich werde nicht mit den Intergames besonders kämpfen. So. Hier vorbei. Ah, das sind so viele Gegner hier. Das ist grausam. Also wenn sich hier einmal amüsiert, alles umzubringen, der ist wirklich eine gute Zeit dran. So, hier. Och du Heilige. Och du Heilige, ist das eine Versammlung. Holy. So, gib mir den Käfig und lass mich hier weg. Danke. Tschüss. Alter.
Ich hoffe wenigstens, dass wir jetzt Dings dazu kommen können, dieses Gift wegzubekommen. Sonst wird's eklig. So. Hallo. Ich verstehe, die Orbex sind tot. Das Gift ist noch da. Arcanus Element ist noch besudelt. Die Sphäre des Ozeans wird ihre Kraft entfalten, sobald der Tempel wieder heilig ist. Höre, die Flüsse fließen nicht mehr, um den Tempel zu reinigen. Das Gift steht still. Finde die Quellen, sorgen dafür, dass die Fluten wieder fließen und das Gift fortgespült wird. Okidoki. Und warum muss ich da hinten hin? Ach so, das sind die verschiedenen Steine. Natürlich, das mache ich aber nicht diese Folge. Das kannst du vergessen. Jetzt gehe ich mal erstmal zurück in das Stadtgebiet, rede mit den Typen noch da, dort wo ich noch brauche. Wahrscheinlich noch anderen Typen, who knows. Die Map lädt nicht, supi. Ah, okay, danke. So, Stadtgebiet. Huh. Oh boy. Oh Gott, also hier ist ein paar Sachen. So, als erstes mal du. Du konntest einige unserer Schamanen befreien? Das sind gute Neuigkeiten, Mondkrieger. Istak der Weiße wird dankbar sein. Er sagt, dass viele von ihnen nötig sind, um die Tempel von diesen scheußlichen, von dieser scheußlichen Verderbnis zu reinigen. Auch einige Jägerinnen wurden vermisst, die Alten in Fafnis Rostwiege, als sich die Verderbnis ausbreitete und die Tolkler dort einfielen. Jägerinnen sind nicht zurückgekehrt. Wenn auch sie verschleppt worden sind, steckt ein großer Plan hinter. Finde Beweise. Okay, das Gebiet haben wir ja freigeschaltet, das können wir dann nächstes Mal machen. Dann gehen wir noch einmal zu dir. Oh, danke, die Urbechslung. Ich fürchte, die Untersuchung wird ein wenig länger dauern. So auf den ersten Blick fällt mir daran nichts außergewöhnlich ins Auge. Aber danke, Fischertex. Kein Problem. So, dann noch mit dir hier. Auf das Ataya-Dings ansprechen. Der Fremde. Ich habe mich gefragt, was denn du kommst. Du möchtest mein Amulett. Es ist selten und machtvoll. Ich habe selbst einen Wunsch. Bring mir den Anhänger ins Toltag-Schaman aus Arcanus Opal-Schrein und mein Amulettzeit ein. Okay, und das ist ja noch sogar etwas für den Opal-Schrein. Hey du, als Assistent des größten Schaman Istak befehle ich dir, Froschbeine aus dem Arcanus-Tempel zu besammeln. Wir brauchen sie für unsere Rituale und, nun ja, ich bin viel zu wichtig, um solche lästige Aufgaben selbst zu erledigen. Außerdem hat die Istak allen Schamanen verboten, den Tempel zu betreten. Ich konnte also nicht gehen, selbst wenn ich wollte. Der spricht ein bisschen angebildet. Das passt mir echt. Ah, okay. Stillwasserbucht bekommen, weil hier noch nichts. Der Opa ja jetzt zurück ist. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Elternteil wahrscheinlich retten, beziehungsweise suchen, oder einen Geschwisterteil retten, wette ich. Das ist meine Theorie. Ach, stimmt, der Teleporter ist hier ganz hier oben. Ach, Menno. So. Also ganz nach unten. Ich sagte ganz nach unten, nicht stecken bleiben in der Mitte. So. Hallo. Hallo, du Kleckst. Opa sein da und Oma sein wieder froh. Du helfen so schnell, Yulof sein sicher, du finden auch andere für Familie. Wer jetzt? Nächster sein Onkel von Yulof. Er ist ein richtiges Professor und arbeitet für starke Krieger im Labor. Du gehst zu Opal-Schrein, Ding Utholin. Er wird sicher vermissen sein, Neffen. Oh nein. Der Opal-Schrein ist so groß, wie soll ich wissen, wer der Typ ist? Oh nein! Das ist das Problem dieser Quest, wird uns nicht angezeigt, wo die Typen sind. Wir müssen einfach raten, beziehungsweise irgendwie rausfinden, wo die können sein. Oh nein. Ah, okay, das ist das Problem für das nächste Mal. Das mache ich definitiv nicht jetzt. Aber ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge, wo wir uns wahrscheinlich größtenteils hier im Opal-Schrein befinden. Ein bisschen wahrscheinlich der Frostwiege, um einerseits den Flüchtlingen zu... nicht Flüchtlingen, Vermissten zu helfen. Das Gefangenen. Und wahrscheinlich hier ein bisschen voranzukommen. Yippie! Also dann, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.